Hallo und herzlich willkommen zu meiner Prognose zum DFB-Pokalspiel. Erste Hauptrunde, der Karlsruhe SC gegen Hamburger SV. Ein David gegen Goliath-Spiel, ein Drittligist gegen einen Bundesligisten. Aufstellung bei der Mannschaft übernommen von Kicker.de. Ein spannendes Spiel, Hamburg ganz klar als Favorit zu sehen, aber der Pokal hat seine eigene Regel. Das ist es fürs Erste, wir sind uns dann gleich wieder im Spiel. Los geht's mit den ersten 45 Minuten im DFB-Pokalspiel, erste Hauptrunde. Karlsruhe SC gegen den Hamburger SV und der Karlsruhe SC mit Ballbesitz. Kempe, Vorfana, Labric, Kempe, Labric, Vorfana, Tim, Labric, Kempe, Radar, Kalangnoglu. Bei Hamburg scheint sich jemand verletzt zu haben. Lamm jetzt mit dem weiten Einwurf und wieder Einwurf für den HSV. Son auf Lamm. Westermann leicht angeschlagen. Skelmbred, Berg, Jansen, Berg, Jansen. Und es gibt Ecke für Hamburg. Wenige Minuten gespielt und der erste Angriff von Hamburg. Ecke. Aogo wird da ausführen. Die Ecke kam aber allerdings nicht gut. Asra. Skelmbred. Son jetzt auf dem Flügel. Da ist Jansen. Jansen. Aogo köpft. Aber der Tor kriegt ihn nicht zu fassen. Abstoß vom Carsten Ohlingshausen. 10 Minuten gespielt, 0:0. Und man sieht ganz klar, dass Hamburg Druck macht. Burma, Skelmbred, Aogo und Berg. Jansen. Berg. Tim. Vorfahne. Kalangluglu. Tim. Haas. Labric. Haas jetzt auf dem Flügel. Tune. Am Kasten vorbei. Der erste Angriff nach fast 18 Minuten von Karlsruhe SC. Knapp am Tor vorbei. Ob da Adler dran gekommen wäre, ist fraglich. Adler jetzt mit Abstoß vom Kasten. Und wieder der KSC im Ballbesitz. Vom Fahren. Aas. Labric. Tim jetzt vor dem Kasten. Immer noch schießt und trifft ihn sogar auch. 21 Minuten der Kasten geht in Führung durch ein Tor von Tim. Hier zu sehen, alle Verteidigung ausgetrickst, in die Ecke geschossen. 1:21 Minuten für den Drittligisten. Manzin, Westermann, Lamm, Jansen, Lamm, Jansen. Und der nächste Schussversuch, Rabolingshausen, hält den Ball sicher.
Weiter Abstoß. Augen. Berg. Jansen. Oder auf dem Flügel Son. Der flankt rein. Und der ist drinne, Berg. Nach 26 Minuten Ausgleichstreffer HSV. Das müssen wir uns nochmal ansehen, das Tor hier. Son flankt. An der Latte abgerollt. Und Berg mit dem Kopf nur noch rein. Tolles Tor. Nach 26 Minuten steht es wieder unentschieden zwischen beiden Mannschaften. Aber der KSC wieder im Ballbesitz. Lavric vor Fahne. Haas. Lavric. Kempe. Haas. Lavric vor Fahne. Tim. Tim. Vor Fahne. Haas. Vor Fahne. Und Tim. Der KSC versucht sich durchzusetzen durch die Abwehrreihen des HSV. Tim. Und Fofana jetzt auf dem Flügel. Fofana. Pass zu Tim. Tim schießt. Adler hält. Adler kurz Abwurf zu Burma. Lamm. Langer Pass zu Jansen. Berg. Jansen. Wieder zurück zu Berg, unten auf dem Flügel Aogo. Aogo flankt rein, Berg kommt nicht zum Kopfball. Fofana, Lavric. Tim. Kempe. Kalangluku. Haas. Jetzt versucht Stekas sie auf dem Flügel, aber die Verteidigung des Haas war schneller. Kriegt den Ball wieder, Skellenbrett. Berg. Jansen. Berg. Jansen. Son. Jansen. Jansen. Skellenbrett schießt. Und vom Post zurück zum Torwart ins Aus. Hier nochmal. Berg, kein Abseits, Skellenbrett schießt. Pfosten, Torwart, aus, Ecke, Aogo. Fast ist schon Halbzeit. Es steht 1:1. Burma Köpf neben den Kasten. Ullingshausen jetzt mit Abstoß. 42 Minuten gleich 43. Gleich Halbzeit. Es steht 1:1. Jansen. Skellenbrett. Berg. Auf dem Flügel Aogo. Aslan. Skellenbrett. Westermann. Skellenbrett. Und Jansen und am Aluminium und der Nachschuss und der geht ins Tor. Berg ist es. 45 Minuten. Führungstreffer mit dem HSV gegen die KSC. 2:1. Hier sehen wir es nochmal. Der Pass, der erste Versuch am Aluminium, der Nachschusschance für Berg zum Tor in der 45. Minute, die berühmt-berüchtigste 45. Minute, das 2:1 und ist noch nicht Halbzeit. Haas, Kempe, Haas, Fofana, Lavric, Kalinjoglu und jetzt ist Halbzeit. Es steht 2:1 für den HSV. Zweimal Berg und bei KSC einmal Tim. Wir sind gleich wieder mit den zweiten 45 Minuten. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten. Der HSV führt 2:1. Und HSV im Ballbesitz. Son, Lamm, Westermann, Skellenbrett, Jansen, Aogo,
Der Pass kam nicht an. Haas. Lavric. Und aus, es gibt Einwurf für den HSV. Augo mit dem Einwurf zu Arsenal. Augo. Berg. Westermann. Skellenbrett. Augo. Skellenbrett. Arsenal. Augo. Der Pass kam auch wieder nicht an. Und es gibt jetzt wieder Einwurf für den HSV. Raus jetzt beim KSC. Krebs kommt für Kalangluglu. Augo mit Einwurf zu Aslan. Der mit dem Pass zu Berg. Berg jetzt mit dem Pass zu Jansen. Jansen schießt daneben und scheint sich verletzt zu haben. Es gibt Freistoß für den HSV. Boma schießt. Boma in die Mauer und die Mauer klärt. Und wie es aussieht, ist der HSV nur noch zu 10 unterwegs auf dem Platz. Berg. Verliert hier aber den Ball gegen Stoll. Massine. Westermann. Skellenbrett. Skellenbrett. Westermann. Oben auf dem Flügel. Augo. Augo flankt. Berg köpft ihn ins Aus. Es geht aus 6 und Ilisevic kommt für Arslan beim HSV. Die immer noch zu 10 sind. Ullingshaus mit Abstoß. Lässt sich was seit langer Abstoß. Und nun HSV wieder mit 11 Spielern auf dem Platz. Ilisevic. Westermann. Lamm. Son. Berg. Skellenbrett. Jansen ist verletzt. Berg. Skellenbrett. Berg. Son verliert den Ball gegen Kempe. Kempe klärt den Ball weit nach vorne. Es gibt Einwurf jetzt. Und Auswechslung. Rudnevs kommt für Jansen. Und Kempe mit dem Einwurf zu Krebs. Kempe, Krebs. Fofana. Kempe. Krebs. Haas. Lavric. Fofana. Und wieder Lavric. Krebs. Aber Lahm hält den Ball auf. Rudnevs. Berg. Skellenbrett. Ilisevic. Augo. Berg. Rudnevs. Son. Rudnevs vom Kasten, wird aber dran gehen, dazu schießt. Es gibt einen Wurf für den HSV. Und die nächste Auswechslung, Schana kommt für Skellenbrett. Lamm auf Rudnevs. Rudnevs immer noch im Ballbesitz. Son wird den Ball aber abgenommen. Tim. Krebs. Wieder zurück zu Tim. Fofana. Zurück zu Krebs, Tim. Aber die Abwehr des HSV steht sicher. Schade. Berg. Ilisevic. Oben auf dem Flügel ist alles frei. Rudnevs. Rudnevs verliert den Ball. Fofana. Tim. Lavric. Sione. Tim. Bobana, Tim, Lavric, jetzt vor den Kasten des Assos, Lavric, Bobana wird geblockt.
79. Minute. Rudnevs. Son. Lamm. Rudnevs. Son. Und Rudnevs. Westermann. Der Pass kam nicht durch. Ilisevic. Aber auch die Flanke kam nicht gut an. 83 Minute. Immer noch führt der HSV. Tim. Thioné. Tim. Haas. Haas jetzt wieder auf 5 Flügel. Haas mit der Flanke. Aber wieder gut geklärt vom HSV. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Krebs. Lavric. Fofana. Tim. Tim schießt am Tor. Vorbei. Adler mit Abstoß. 87 Minute. 2:1 für den HSV. Massine. Augo. Ilisevic. Schana. Schana. Immer noch Schana. Versucht da durchzuschrecken durch Rudnev, aber Rada schneller als Rudnevs. Einwurf für den KSC. Rada. Fofana. 2 Minuten werden nachgespielt, dann ist das Spiel vorbei. Rada, Kempe, Tim. Und vorne, Lavric kriegt ihn nicht mehr. Schana. Rudnevs. Westermann. Berg. Rudnevs. Auf dem Flügel kriegt den Zoll nicht mehr. Krebs. Rada. Das Spiel ist gleich vorbei. 2:2 für den HSV. Und somit ist das Spiel jetzt auch vorbei. Der HSV gewinnt gegen den KSC. 2:2 mit Hamburg in der zweiten Runde. Runde des DFB-Pokals. Und der KSC ist draußen. Jedenfalls meine Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Projekte wieder. In dem Sinne, auf Wiedersehen und tschüss.